Offenbar durch einen technischen Defekt ist am Sonntagvormittag um kurz vor 10 Uhr ein Wohnmobil an der Tank- und Rastanlage am Hockenheimring Ost in Brand geraten. Möglicherweise war die Aufbaubatterie im Kofferraum vom Wohnmobil der Auslöser des Brandes. Vorbildlich soll sich nach Angaben der Feuerwehr der Fahrer verhalten haben. Er hatte geistesgegenwärtig die beiden Gasflaschen aus dem Fahrzeug entfernt. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es entstand am Wohnmobil erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.